Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Blazing Beats. Immer noch Version 1.0.1. Das heißt, das Spiel wurde anscheinend noch nicht geupdatet seit 6 Monaten oder so, seit es rausgekommen ist. Ist ein bisschen schade, aber ist egal. Wir spielen natürlich als Dizzy, weil Dizzy schön OP ist. Ich habe das Spiel immer noch nie einmal durchgespielt. Deswegen möchte ich zumindest mal zum letzten Boss kommen oder sowas. Und ich bin gespannt. Ich packe hier gerade irgendwie ganz viele alte Spiele aus, die ich davor irgendwann mal gespielt habe und dann ganz lange nicht gespielt habe. Aber ich habe jetzt irgendwie wieder Bock, alles wirklich auszupacken, um zu gucken, was mir davon noch so gefällt und sowas. Ich habe eben auch einmal eine ganz kurze Runde, das heißt, ich den ersten Boss einmal besiegt, gespielt. Allerdings nicht alleine, sondern zusammen mit dem Jay tatsächlich, Jay Croxon, ein anderer kleiner YouTuber. Und das ging ganz gut, weil irgendwie Steam hat jetzt so eine neue Funktion, zumindest in der Beta-Variante. Also es kommt erst richtig raus, da, keine Ahnung, in 2 Wochen oder sowas, oder in einer Woche. Am 15. Oktober soll das, glaube ich, erscheinen. Was haben wir hier? Kohle, ja, deine Projektile sind langsamer, 50% langsamer, das ist vollkommen okay. Also erstmal wieder reinkommen hier in dieses Spiel. Ja, da gibt es bald eine neue Funktion und die macht nämlich, dass man nur ein Spiel haben muss, was schon mal, das ist aber sehr langsam, schon mal ganz geil ist. Und dann kann man auswählen bei Steam, dass man mit Freunden zusammen im Koop spielen möchte. Das heißt, ich konnte hier eben mit dem Jay, obwohl er das Spiel gar nicht besitzt, meines Wissens, vielleicht hat er das doch, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube nicht, konnte ich das eben mit ihm spielen. So, als wenn wir Couch-Koop machen würden. Und das funktioniert anscheinend so, dass, es gibt auch so ein Programm schon für, aber Steam macht das jetzt auch von sich aus, dass wenn man, oder dass das Bild, das ich habe, das wird übertragen an den anderen und er kann das dann sehen, also wie bei so einem Stream quasi. Und er kann dann halt auch mit seinem Controller oder mit Tastatur oder sonst was hier seine Eingaben tätigen und die werden dann zu mir übertragen. Und dann ist das alles ganz toll. Das ist so, als wenn er hier mit mir spielen würde, obwohl er ja eigentlich gar nicht bei mir ist. Au! Und das ist toll, Leute. Aber ich habe ihn eben gefragt, ob er vielleicht noch was aufnehmen möchte und er meinte so, nee, heute lieber nicht. Von daher, aber vielleicht in Zukunft kommt vielleicht noch irgendwas. So, hier, ich gebe meine Kohle ab, gib mir irgendwas anderes. Genau, so war das hier in diesem Spiel, ne? Oh, Weapon Range, das ist sehr gut. Und eine Karte nehmen. Oh, Loot ist auch immer geil. Ach ja, warum habe ich das Spiel eigentlich aufgehört zu spielen? Ich habe extra einen Skin dafür gemacht. So einen kleinen Dizzy-Skin hier. Voll viel Zeit und so reingesteckt. Zeit und Liebe, ganz viel Liebe. Und dann einfach nicht mehr gespielt. Ich habe dann vielleicht noch, keine Ahnung. Ich habe allgemein nicht viele, viele Folgen von Blazing Beats aufgenommen, oder? Dropcoins explodieren. Nee, das finde ich nicht gut, das will ich nicht. Gehen wir jetzt schon zum Boss? Sind wir schon stark genug für den Boss? Ja, komm, wir sind stark genug für den Boss. Weil es immer dasselbe war, nicht wahr? Genau. Ah, stimmt, die Bosse. Wie war denn der nochmal? Genau, der musste dagegen düddeln mit seiner Zunge und dann konnte man ihn die ganze Zeit angreifen. Ich habe mich auch eben schon gewundert, warum ich nicht ausweichen kann. Aber das ist ja anscheinend eine Fähigkeit, dieses Ausweichen. Und deswegen, ich habe jetzt die Fähigkeit, dass ich hier schneller schießen kann. Das sieht man oben unter meiner Piranha-Pistole. Und deswegen kann ich nicht ausweichen. Ich dachte, jeder Charakter kann das von sich aus, aber anscheinend nicht. Da gibt es eine extra Fähigkeit zu, was viele Charaktere von Anfang an haben, so eine Ausweichrolle. Aber Dizzy hat das von Anfang an nicht. Der kann also nicht so gut ausweichen, anscheinend. Und ich weiß auch noch, dass wenn man sehr schnell zum Boss geht, dass der Boss dann weniger Leben hat. Und deswegen war das eigentlich ganz schlau, dass ich hier jetzt hingegangen bin. Hier eine andere Ability, Nails. Aber ich glaube, schneller schießen ist doch das Beste, oder? Minus 40% Weapon Range, wo wir doch gerade plus 15 hatten. Increase Chance to loot more Artifacts. Okay, nehme ich. Weapon Range runter. Nee, ich finde das eigentlich ganz geil, dass wir gerade 15% hochbekommen haben, weil das ist die einzige Kacke an dieser Pistole, die wir gerade haben. An dieser Piranha-Pistole. Dass die so eine kleine Reichweite nur hat. Aber ansonsten scheint die sehr OP zu sein. Aber mir hilft das trotzdem nicht, weil ich trotzdem da dauernd getroffen werde. Weil ich in solchen Schießspielen nicht gut bin. Mal von Isaac ausgenommen, obwohl ich in Isaac jetzt auch nicht so geil bin. Aber solche Schießspiele à la Blazy Beats und was gibt's da sonst noch so? Enter the Dungeon und so. Oder wie hieß denn das andere? Es gab noch so ein anderes, habe ich gerade vergessen. Enter the Dungeon und wie hieß denn das andere? Ich weiß es gerade nicht. Aber so jetzt ein komisches doch. Yeah, Nuclear Throne, genau, das meine ich. Au, oh Gott, ich habe keine Leben mehr. Da bin ich immer ganz schlecht drin. Und die drei genannten Spiele habe ich tatsächlich auch noch nie bis zum Ende geschafft. Und das soll schon was heißen. Oh Gott, ich hasse diese Dinger. Immer diese Mörserviecher. Ich hasse die auch schon. Oh Gott, hier gibt's Geister und so. Ich habe doch Angst vor Geistern. Mörserviecher hasse ich in jedem Spiel. Es gibt so einige Sachen in Spielen, die ich nicht gerne mag. Das ist zum einen so ein nach unten Angriff und zum anderen Mörserviecher, die auf einen immer raufzielen. Ah! Nein!
Scheiße. Das war so knapp. Hätte er mich berührt mit seinen blöden Fängen der Geisterichtumigkeit, wäre er einfach tot gewesen. Das war richtig knappi. Okay, ich brauche ganz dringend Leben. Ich will nicht, dass diese Folge so schnell endet. Und ich will die Folge auch nicht nochmal neu anfangen. Oh mein Gott, noch eine Kohle? Nee, danke. Does not allow you to pick up any artifacts. Nee, auch nicht. Was sei denn, hier kommt gleich ein Shop, aber hier ist ja anscheinend kein Shop. Braucht man für den Shop eigentlich? Nee, für den Shop braucht man keinen Schlüssel, ne? Da kann man auch so rein. Erstmal wieder klar, komm hier. You can't pick up hearts. Nee, das wäre jetzt ganz ungünstig, wenn ich das mitnehmen würde. Ja, mein Koop, das hat sehr gut funktioniert. Scheint auch nicht zu laggen bei dem Nachbarn, bei dem Koop-Freund. Heißt, vielleicht finde ich da ja mal irgendjemanden, der das mit mir spielen möchte. Am besten jemand, der nicht so ganz gut ist, damit das trotzdem noch spannend bleibt. Aber ja, mal gucken, wer da so Lust und Zeit hat. Mit dem Jay würde ich das halt echt voll gerne irgendwie aufnehmen, weil der auch ganz viele von solchen Roguelike spielt. Und da wäre der, glaube ich, ganz prädestiniert für. So, decrease your one speed. Nee, danke. Diese ganzen Artefakte hier sind mir zu krass. Ich glaube, die würden mich zu heftig dezimieren. Sagt man das so? Die würden mich zu doll schwächen. Oh Gott, diese Dinge hasse ich ja auch, ne? Ich denke, die einfach. Die ziehen nämlich 3 Leben ab, wenn sie einen treffen. Das ist voll assig. Das ist halt auch das Negative an meinem Charakter. Der hat zwar eine starke Waffe von Anfang an. Und sind wir schneller geworden? Oder ist von Anfang an schnell? Aber ich glaube, er hat eine normale Geschwindigkeit. Aber er hat wenig Leben von Anfang an. Jetzt auch nicht arg krass wenig Leben, aber doch weniger als andere Leutchen zumindest. Hat man ein Artefakt? Ne, wir haben 0. 0 Artefakte. Kaufe ich mir eine neue Waffe? Nee, oder? Die hier sieht ganz cool aus. Ice Gun. Bullets 1, Damage 1. Reload 0,5. Hohe Distanz. Und hoher Speed. Meint ihr, damit kann man die Gegner einfrieren? Das wäre nämlich voll geil. Ja komm, so eine 9er Waffe hier. YOLO. Darf ich hier eigentlich drin schießen? Nee, darf ich nicht. Ah, okay. So, vielleicht war das jetzt ziemlich dumm. Kann nämlich sein, dass ich eine richtig OP-e Waffe habe. Ah ja, damit konnte man die einfrieren. Das könnte zumindest helfen, oder? Ich glaube, die Waffe ist ein bisschen schwächer. Ich könnte zumindest auch mal hier meine Fähigkeit einsetzen. Wie wär's denn damit? Aber so habe ich zumindest mehr Zeit, um zu reagieren. Das ist nämlich immer mein Problem bei solchen Spielen. Dass ich zu lange nachdenke, was ich überhaupt machen will. Und dann laufe ich immer irgendwo hin. Und dann laufe ich ganz gerne auch meinen Gegner rein. Und dann bin ich einfach tot. Und weiß nicht warum. So, was haben wir hier? Double Cooldown Time for your Active Ability. Das ist sehr kacke, nehme ich nicht mit. Nein, nein, nein. Ich nutze die zwar fast nie, aber trotzdem nicht. So, wenn ihr euch übrigens fragt, warum ich plötzlich wieder Blazing Beach spiele, das liegt nicht nur daran, dass ich mal wieder irgendwas anderes spielen wollte, außer die Spiele, die ich sonst so spiele. Nein, es liegt auch daran, dass heute aus Asien von Yum, also so einer Wish-Seite, so ein Tiny Blocks-Gedöns angekommen ist, also so Lego-Gedöns. Mit Porenta drin. Habe ich auch Bilder gepostet bei Instagram und Twitter, wenn ihr euch das angucken wollt. Ich kann es hier vielleicht auch mal einfügen, wenn ich das nicht vergesse. Werde ich sowieso vergessen. Ich kenne mich doch. Ey, ich kenne mich doch. Und Porenta ist ja auch irgendwie eine Ente. Und deswegen dachte ich mir, ja, passt ja Blazing Beats ganz gut zu. Habe ich mich selber gehypt darauf. There will be no weapons to buy in the shop. Das ist vollkommen okay. Das ist vollkommen. Das ist okay, ja. Damit kann ich leben. Ja, und das hat mich eine ganze Stunde gebraucht, diese blöden Porenta zusammenzubasteln. Und diese komische Anleitung, die diese Asiaten, oder Chinesen besser gesagt, dazu packen, sind sowas von bescheuert. Die haben da in ihre Anleitung reingeschrieben, wo man die Blöcke hintun soll. Aber wenn man das so gemacht hätte, dann wären die Blöcke einfach in der Luft gewesen. Man sollte die Blöcke in der Luft an den richtigen Ort bringen, was halt gar nicht möglich ist. Und das war alles sehr undurchsichtig und doof, keine Ahnung. Also da müssen die noch... No coin or key drops. Nicht so gut, ich will gerne Keys haben. Increase explosion wage. Okay, das ist in Ordnung. Ja, also nicht so cool, aber da kommt bald noch ein Lapras an und jetzt habe ich neben dem Porenta ja auch schon Glumanda irgendwann mal gekauft, weil die kosten auch nicht mal viel. Die kosten... Oh Gott. Die kosten irgendwie 5 Euro oder so oder 4,50 Euro und dann hat man da so ein cooles kleines Pokémon-Ding. Ganz legal ist das wahrscheinlich nicht. Also die haben wahrscheinlich nicht die Rechte da dran an Pokémon und so. Aber ist doch egal, Leute. Pow, pow. Ja, und dann habe ich da bald Glumanda, Porenta und Lapras. 3 ganz tolle Pokémon. So, jetzt bin ich hier aber ein bisschen gerade in Bredouille. Bogi, ich hasse dich. Wieso hast du mich einmal getroffen? Oh Gott. Hätten die wenigstens noch was geupdatet hier mit ein paar mehr Waffen oder Abilities oder sowas. Das wäre aber ganz geil gewesen. Komm, komm. Schaffen wir das? Schaffen wir das? Schaffen wir das? Nein. Okay, noch eine. Oh, oh. Wird er mal schneller?
Komm, töt ihn, bevor er was schießt. Okay, okay, alles easy. Leben, Leben, alles Leben mitnehmen. Aufpassen, dass hier nicht komische Sachen explodieren. Decreases Coin Fate Time, but decrease Coin Do Charts. Okay, also die Coins bleiben nicht länger liegen, aber es spawnen mehr. Ability to lay a spawner's egg. Nee, Abilities sind kacke. You can't pick up keys. Nein, danke. So, wir gehen in die Wüste. Ich glaube, die Wüste war einfacher, ne? Ewigkeiten nicht gespielt. Locker 6 Monate her. War die Wüste einfacher? Ich weiß es nicht. Kann ich... Oh, ich kann auch gedrückt halten. Sag das doch. Ich spamme die ganze Zeit meinen rechten Trigger. Dabei kann ich das einfach gedrückt halten. Ach ja. Leute, was haltet ihr von Blazing Beaks? Ist das doch cool oder ist das eher nicht mehr so cool? War das so ein... Geh mal weg, du komische Krütze hier. Triple Acid. Ah, vielleicht nicht ganz so geil, aber ich nehm's noch mit. War das so ein Mini-Hype? Einmal kurz. Also es gab eine kurze Zeit, da war das Spiel ganz cool und da hat's auch jeder geguckt und sowas. Da hat's auch Zombie und sowas gespielt. Mit Maudado zusammen. Nee, mit Maudado? Oder war das mit GLP? Ich glaube sogar mit GLP war das. Oder mit, nee, mit Maudado. Mit beiden? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall irgendwie so. Da war das ganz cool, ne? Aber jetzt inzwischen spielt das, glaube ich, keiner mehr. Und ich finde es halt auch schade, dass der Entwickler das nicht mehr upgradet. Daran merkt man halt auch immer, ob das Spiel jetzt gut ankommt oder ob der Entwickler da krass mit dran ist oder sowas. Teleport to the Hedge. Das ist vollkommen in Ordnung. Wir haben sogar einen Schlüssel. Das ist ein bisschen sad. Joa, was war sonst so? Ich war ja jetzt übers Wochenende in Berlin gewesen. Und ich muss sagen, Berlin ist eine sehr merkwürdige Stadt. Keine Ahnung. Also mir gefällt Hamburg auf jeden Fall besser, muss ich sagen. Ja, keine Ahnung. Ich war in Berlin in so einem komischen... Irgendwie hat Berlin nicht so viel zu bieten gehabt für mich. Also da war alles, da war eine... Au! Ja, da war eine Demo, hat man gesehen. Und da waren komische Penner und sowas. Und so. Aber irgendwie fand ich die Stadt jetzt nicht so aufregend. Keine Ahnung. Okay. Ja, wir waren da in irgendeiner komischen Kirche drin, die war ganz cool. Aber ja, und sonst haben wir eigentlich nur geshoppt. Und Halloween halt gefeiert und so, aber irgendwie, weiß ich nicht. War ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, ich bevorzuge lieber Hamburg oder Köln. Nach Köln zu ziehen, könnte ich mir halt auch noch vorstellen, aber Berlin ist halt irgendwie gar nichts für mich. I don't know, das sind da ein bisschen komisch drauf. Nichts gegen Berliner, aber ist jetzt nicht meine Welt, glaube ich. Minus 1 HP? Nee, danke. Wir haben sogar wieder einen Schlüssel. Und warum war ich wirklich da? Ich war eigentlich wegen... Wie heißt der? Dieter Bohlen. Wegen Dieter Bohlen war ich da, weil ich Karten geschenkt bekommen habe für Dieter Bohlen-Konzert. Und ich muss sagen, das war auch sehr, sehr strange. Der Typ neben mir ist richtig abgegangen zu den Liedern. Der hat auch diese typischen Dieter Bohlen-Posen gemacht, die er früher immer gemacht hat mit Thomas Anders, heißt er, glaube ich. Also mit dieser komischen Faust und sowas und so ganz komisch verrenkt und so. Das war sehr, sehr merkwürdig. Und da waren sehr, sehr viele alte Leute, die zu seiner Musik abgegangen sind. Und ich muss sagen, am Anfang war das ganz cool. Da hat er auch so ein bisschen Rockabilly-Kram gemacht gehabt. Aber am Ende hat einfach nur noch alles sehr, sehr ähnlich und gleich geklungen. Ja, weiß ich nicht. Irgendwie immer so Bassdrum, Bassdrum, Bassdrum. Und dann normal gesungen und dann Kopfstimme. Oder wieder Bassdrum, Bassdrum, normal gesungen, Kopfstimme. Und das ist irgendwie immer wieder sein Stil seiner Musik. Sind jetzt nicht so ganz schlecht, dass man sich das gar nicht geben kann. Also Schlager kann ich mir zum Beispiel gar nicht geben. Da hat er auch so ein Medley gemacht, das fand ich mega behindert. Aua. Die anderen Lieder waren okay, aber klang halt alle gleich. Also kennst du eins, kennst du alle? So in dem Dreh. War jetzt nicht so schlecht, aber 80 Euro hat das gekostet. Das ist einfach teurer als meine Green Day Karten, wo ich nächstes Jahr bin. Und ich kann mir vorstellen, Green Day wird sehr viel geiler, Leute. Aber war nicht so schlecht, war aber auch nicht so geil. Und so viel Geld würde ich halt nicht dafür ausgeben. Könnt ihr mal sagen, ob ihr mal bei einem Dieter Bohlen-Konzert gewesen seid, Leute? Also muss nicht sein, kann man machen, aber muss nicht sein. Und so viel Geld würde ich nicht dafür ausgeben. Gut, dass ich so geschenkt bekommen habe. Chance to have less enemies. Okay, ja, ich nehme alles mit. Gib mir alles. I don't care, was das alles macht. Ist ja alles gut. So, ich weiß gar nicht. Ich glaube, den Boss hier hatte ich schon mal besiegt. Und dann die nächste Ebene war, glaube ich, die schwere Ebene, ne? Die ich noch nie geschafft habe. Ich glaube, ich... Na? Warte, war hier... Hier war, glaube ich, dieser komische Gegner, der so ein bisschen wie eine Bienenbade war. Oder? Nee, so ein schwarzes Loch-mäßiges Ding war hier, glaube ich, als Boss, ne? Reduces your one speed. Nee, danke. No loot from enemies. Nein, danke. Oh, ich bringe mein Leben.
Ich glaube, hier war dieses Viech, das... Ja, genau, das so Bienen gespawnt hat. Oder eine Biene, die einen immer verfolgt hat. Und ansonsten... mehr oder weniger so ein komischer Strudel war, wenn ich mich richtig erinnere. Und die Ebene danach, da war ich, glaube ich, noch nie weitergekommen, weil da so ein richtig assiger Gegner ist. Kann auch schon sein, dass das danach der letzte Gegner... Ich weiß gar nicht. Ja, genau. Ich weiß hier gar nichts mehr. Dry Lakes. Hier, stirb. Bau, 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 bau. Ich kann den nicht angreifen? Ah, ich dachte, man kann den Mack hier angreifen, aber anscheinend kann man nur sein... Ja, man kann nur diese Biene angreifen. Das ist ja super dumm. Okay, Biene-Tag. Und die kann man nicht mehr einfrieren. Das ist natürlich ein bisschen assig. Und er hat jetzt 3 Leben, weil wir anscheinend sehr lange in der Ebene geblieben sind. Und das nicht mal, als wenn sich das gelohnt hätte, leider. Heißt, wir müssen jetzt sehr viel häufiger treffen als normalerweise. Au. Hä? Er hat gar keinen Schaden gemacht. Haben wir irgendeinen Kack eingesammelt, dass wir gar keinen Schaden bekommen einmal? Haben wir quasi ein Relic-Dingsbums? Wie hieß denn das von Isaac, Leute? Dieses komisch eher Relic. Relic? Nee, Relic klingt falsch. Egal. Ja, ansonsten bin ich gerade wieder unter Zeitdruck, weil nachher ist... ich habe wieder meine Fähigkeit eingesetzt, ich Dummi. Nachher ist noch Volleyball. Kommen allerdings heute anscheinend nicht viele. Das macht mich ein bisschen traurig. Hoffentlich werden wir zumindest 4 Leute, dass wir zumindest 2 gegen 2 spielen können. Ich habe mich nämlich die ganze Zeit schon drauf gefreut. Letzte Woche konnte ich nämlich hingehen, weil da war halt Reformationstag oder Halloween und da wusste ich nicht mal. Ist anscheinend überall zu. In Berlin, komischerweise, die haben keinen Reformationstag, Leute. Das ist für die kein Feiertag. Und dann war das witzig, ich wohnte da in Erken oder sowas. Erkan, Erken? Irgendwie so. Und Erken... ich spreche das locker gerade falsch aus. Liegt aber in Brandenburg. Und Brandenburg hatte Reformationstag. Nee, das liegt in Berlin. So rum. Erken? Liegt in Berlin und hatte deswegen keinen Reformationstag. Das heißt, da war so ein Aldi, da konnten wir rein. Und dann kam so ein Bahnhof, der vielleicht... Ja, da war so ein Bahnhof halt. Und ein paar Meter weiter, so vielleicht 100 Meter... Oh, weiter. Von dem Aldi, wo ich war, war noch ein zweiter Aldi. Aber der liegt dann in Brandenburg. Und Brandenburg hatte Reformationstag. Und dieser Aldi war viel, viel größer. Aber der hatte zu, weil halt Reformationstag war. Das war sehr strange, Leute. Ja, ja. So, ich bin überhaupt nicht weit gekommen. Ich glaube, zu zweit ist das hier sehr viel einfacher. Also, Jay, spiel das mal bitte mit mir. Man kann es ja sogar bis zu 4 Leute spielen. Also, wenn man was 4 spielt, sind dann die Gegner auch viel stärker? Ich glaube nämlich nicht. Dann kann man die einfach durchwaschen wie sonst was. Gut, aber das war dann mal eine kleine Folge Blazing Weeks. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß, auch wenn ich hier nicht wirklich weit gekommen bin. Und ich glaube, ich habe sehr viel geschrien, weil das Spiel so unglaublich laut ist. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Lasst mich mal wissen, wie ihr das Spiel findet, ob ich da vielleicht doch nochmal mehr machen soll. Ich würde es zumindest mal gerne halt in... Sound Volume 100%, Digga, viel zu hoch. Ich würde es gerne mal in Multiplayer spielen. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Tschüss.